Jenfelder Gespräche, der Corona-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen, Benjamin Wusso. Benjamin Wusso, man merkt es vielleicht am Nachnamen, ist der Sohn von Klaus-Jürgen Wusso, Professor Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik. Leute, die in meinem Alter sind oder die noch älter sind, die kennen den garantiert. Und jetzt bin ich also mit seinem Sohn verbunden. Erstmal, du siehst großartig aus, Benjamin. Schön, dich zu sehen. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Benjamin ist gerade in Spanien. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Aber wir fangen gleich mal bei einem sehr dramatischen bei einer dramatischen Situation in deinem Leben an. Als du 13 warst, ist deine Mutter gestorben. Und als du 14 warst, ist dein Vater gestorben. Du warst also mit 14 vollweise. Und das ist ja eine Situation, wo Menschen wirklich dran kaputt gehen können, die wirklich ganz, ganz schwierig zu bewältigen ist. Wie ist es dir damals damit ergangen? Wie ist es mir damit ergangen? Ich glaube, das ist eine unheimlich interessante Frage, weil es für jede Person, die in der oder einer ähnlichen Art und Weise in einer Situation steckt, die er nicht weiß, wie er sie bewältigen sollte, immer sehr persönlich ist, immer sehr verschieden ist. Für mich in der Situation war es, ich erinnere mich noch gut an, gerade nach dem Tod meiner Mutter, mein Vater hatte ich vor seinem Tod seit einigen Jahren nicht mehr tatsächlich gesehen, war er nicht mehr so richtig im Kontakt. Das heißt, die Situation da war ein wenig eine andere. Aber dadurch, dass meine Mutter in meinem Leben eine unheimlich große Rolle gespielt hat, war ihr Verlust unfassbar stark merkbar. Als meine Mutter an Krebs gestorben ist, habe ich das absolut nicht kommen sehen. Und ich wusste für mich selbst nicht, wie ich das bewältigen sollte. Das hat mich wirklich in der Zeit, hat es mich wirklich komplett kaputt gemacht. Und ich hatte keine Ahnung, zum großen Teil keine Hoffnung, wusste nicht, wie ich mal weitermachen sollte. Ich meine, es sollte ja nun nicht, definitiv nicht für ein Kind, zumindest in dem Alter, nicht so sein, seine Eltern, seine Mutter oder seinen Vater zu verlieren. Das ist nicht etwas, was Gott vorgesehen hat oder die Art und Weise, in der es sein sollte. Aber ja, es ging mir recht dreckig zu der Zeit. Es war ein harter Schlag. Und was hat dir geholfen, eben nicht kaputt zu gehen, sondern weiterleben zu können und wieder gesund innerlich, gesund zu werden von diesem schweren Schlag? Kurz gesagt, wäre das in wirklichen, echten Kontakt oder in Beziehung zu kommen mit dem, der mich geschaffen hat. Mhm. Ich habe stets in der einen oder anderen Art und Weise einen Glauben an Gott gehabt. Das war allerdings häufig so, wie ich denke, dass das für viele Leute innerhalb Deutschlands ist, dass das irgendwo Tradition ist, dass das irgendwo etwas ist, mit dem wir aufwachsen. Ja, der liebe Gott und der liebe Herr Jesus Christus und was damit mit lieb gemeint ist, weiß ich bei Zeiten auch nicht. Aber dass es irgendein Gottesverständnis gibt, aber keine Beziehung zu ihm. Das heißt, wir sind ein, zwei Mal im Jahr in die Kirche gegangen, normalerweise an Weihnachten, manchmal zu Ostern, haben eine Predigt angehört, in der es wahrscheinlich eher häufig um Politik und Gesellschaft ging, als um die Bibel oder Jesus. Und so habe ich mein Leben vor mich hingelebt mit dem Verständnis, dass ich Christ bin, auch wenn ich dem biblischen Verständnis von Christsein absolut nicht entsprochen habe, nicht zu der Zeit. Aber gerade dieser Schlag mit dem Tod meiner Mutter hat mich ins Suchen gebracht. Das heißt, in der Zeit habe ich mich gefragt, okay, wenn es Gott wirklich gibt, warum ist das so passiert? Und ich meine, das ist häufig eine egoistische Frage. Ich meine, häufig fragt man sich derartige Fragen erst dann, wenn man selber tatsächlich einen Schicksalsschlag erlebt. Und nicht so wahnsinnig häufig, wenn man obdachlos in der Straße sieht oder wenn man darüber denkt, was in Afrika oder in Venezuela oder in Syrien passiert. Aber ich denke, dass diese Situation nicht unbedingt, okay, hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein, nicht unbedingt schlecht sein müssen, nicht in der Art und Weise, nicht in dem Verständnis, dass Gott diese Arten von Situationen bringt, absolut nicht. Damit bin ich nicht mit einverstanden. Aber in der Art und Weise, dass er alles, selbst das Böse, selbst das Schlechte, selbst das,
was nicht von seiner Hand kommt, zum Guten hinwenden kann. Genau das habe ich erlebt. In der Zeit war ich in der christlichen Jugend- und Pfadfinderarbeit, Jugend- und Kinderarbeit, in der Pfadfinderarbeit und habe eine Menge... Darf ich noch mal kurz da reingrätschen? Ich glaube, du sprichst da was sehr Wichtiges an, nämlich diese Dinge, diese Katastrophen, diese Tragödien, die passieren ja immer wieder. Und das Entscheidende, glaube ich, dabei zu sehen, ist, dass auch in so einer Situation Gott helfen kann oder dass auch so eine Situation dazu führen kann, dass ein Mensch den liebenden Gott kennenlernt. Und es geht mehr weniger darum, dass man solche Situationen dafür bräuchte, aber Gott kann einem eben auch in solchen Situationen so nahe kommen. Und ich finde das eigentlich ganz klasse, was du gesagt hast, dass du Gott gefragt hast, wie er das zulassen kann und dass du das eigentlich richtig übel findest, dass das passiert ist. Und du sagst, das ist egoistisch. Ja, so ist der Mensch ja erstmal. Er ist ja erstmal egoistisch. Aber mit diesen Fragen oder auch Klagen hast du dich ja gleich an die richtige Adresse gewandt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Man kann mit solchen Klagen ja auch sich abwenden von Gott. Aber und sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben oder irgendwo im Satanismus die Antworten suchen. Aber du hast dich da an die richtige Adresse gewandt und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Hinweis, wenn man selber in solche Situationen kommt. Und das Spannende ist dann, dass Gott ja wirklich antwortet. Absolut. Ganz deiner Meinung. Ich denke, ein unheimlich wichtiger Punkt auch in kritischen Lebensfragen ist zu verstehen, dass Gott keine Angst vor unseren Fragen hat. Zu verstehen, dass wir unsere Fragen zu ihm bringen können. Wir können unser Herz vor ihm ausschütten und er hat damit absolut kein Problem. Selbst wenn wir tatsächlich existenzielle Fragen haben, können wir damit vor ihn kommen. Ich glaube, ein Anführungszeichen Fehler, der bei Zeiten passiert, ist, dass Leute diese Fragen fragen, aber wie du es gesagt hast, nicht an der richtigen Adresse. Das heißt, dass sie beispielsweise anderen Christen vorwerfen, ja, aber wo ist denn dieser Gott? Oder der Kirche vorwerfen, ja, aber wo ist denn dieser Gott? Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir anstelle davon tatsächlich zur Bibel gehen und zu Gott gehen und ins Gebet gehen und sagen, okay, ich möchte dich kennenlernen. Wenn es dich wirklich, wirklich gibt, gemäß dem, was ich in der Bibel lese. Und für mich in der Zeit ein Vers, der mich unheimlich getroffen hat, ist, wo Jesus, ich glaube, das ist in Johannes 14, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Das ist vermutlich einer der ersten Verse, die mein Leben ganz stark geprägt haben. In der Art und Weise, dass als Vollwaise in der Zeit, und klar, der Kontext ist ein anderer. Nichtsdestoweniger haben diese Jünger alles stehen und liegen gelassen, um Jesus zu folgen. Und dann sprach Jesus auf einmal davon, dass er sterben müsse, dass er sein Leben geben müsse, dass er nicht mehr in derselben Art und Weise da sein würde. Und klar, ich kann mir gut vorstellen, dass die sich auch wohl irgendwie verlassen gefühlt haben oder gefühlt haben können in der Zeit. Aber dazu verstehen, dass selbst dann, wo Jesus gegangen ist, hat er seinen Heiligen Geist geschickt. Selbst dann, wenn ich mich heute allein fühle in irgendeiner Situation, bedeutet das nicht, dass ich allein bin. Und das war für mich ein ganz, ganz starker Kontrast und eine starke Erfahrung für mich in der Zeit, dass ich erlebt habe, dass Gott antwortet, wenn ich ihn frage. Und ich habe das erlebt durch andere Personen, aber auch direkt durch sein Wort und dann später noch in sehr, sehr viel persönlicherer Art und Weise. Aber das war alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt kannte. Und ich habe in dieser christlichen Pfadfinderarbeit, habe ich von diesem Jesus gehört, habe ich von der Bibel gehört. Ich habe angefangen, selbst in der Bibel nach Gott zu suchen und zu sagen, okay, wenn es diesen Gott, der zu seinen Jüngern gesagt hat, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Und er sprach von seinem Heiligen Geist. Wenn es diesen Gott tatsächlich gibt, dann möchte ich ihn kennenlernen. Und ich glaube, das war für mich ein markierender Punkt in meinem Leben, diese Entscheidung zu treffen und dann zu erleben, wie Gott antwortet, dann zu erleben, wie Gott Personen benutzt, um mich immer näher und näher zu ihm zu ziehen, wie er sein Wort benutzt, um zu mir zu sprechen, bis zu dem Punkt, dass ich dann, und das war einige Jahre nach dem Tod meiner Eltern, aber in einem Moment tatsächlich die Entscheidung getroffen habe, alles, was ich habe, alles, was ich bin, in Jesu Hände zu geben. In einem Moment, wo ich verstanden habe, dieses Leben, von dem ich in der Bibel lese, von dem ich selbst
überzeugt war, dass ich es lesen kann, das kann ich nicht aus meiner eigenen Kraft erleben. Ich kann mit der Gebrochenheit, die ich fühle aufgrund von Verlust oder Frustration oder Schmerz oder was es auch sei, nicht einfach nur aus meiner eigenen Kraft rauslatschen. Aber zu erfahren, dass Gott in all dem bei mir sein möchte und mir Kraft gibt und mein Leben in seine Hände zu legen, da habe ich erlebt, wie er tatsächlich Erneuerung schenkt. Und zwar zu dem Punkt, und das, ich glaube, das konnten viele Leute zu dem Zeitpunkt um mich herum nicht verstehen, bis zu dem Punkt, dass ich keinen Schmerz gefühlt habe, dabei an meine Eltern zu denken oder an die Vergangenheit zu denken, sondern tatsächlich eine Heilung erlebt habe, die einen heil macht, die einen wirklich, wirklich stabil macht, die Schmerz nimmt, die Frustration nimmt und einem eine Kraft schenkt, in nicht der eigenen Kraft weiterzugehen, sondern in Gottes Kraft weiterzugehen und sein Herz und seine Liebe kennenzulernen. Ich kann mir vorstellen, dass manche, die das jetzt hören, eine Sehnsucht bekommen dabei, dass sie sagen, okay, ich habe auch solche Punkte in meinem Leben, vielleicht auf ganz ähnliche oder auch auf ganz andere Art, aber wo ich weiß, wenn ich daran denke, das tut mir weh, da bin ich eigentlich immer noch nicht durch. Und du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, so gesagt, der Schlüssel oder der erste Step, um in diese Heilungsatmosphäre Gottes reinzukommen, ist ihm, Jesus, dein Leben anzuvertrauen. Das ist ja... Das kann man dogmatisch irgendwie missverstehen, dass das irgendwie sowas Eigenartiges, Theologisches ist. Was heißt das konkret? Wie macht man das, sein Leben Jesus anvertrauen? Ich denke, und für mich ist es ganz wichtig, weil ich habe bereits einige Jahre vor dieser Entscheidung angefangen, an Jesus als meinen Erlöser zu glauben. Aber ich habe erlebt, dass es eine ganz große Unterscheidung oder einen ganz großen Unterschied in meinem Leben in dem Zeitpunkt gab. Im Römerbrief Kapitel 10 spricht Paulus ein wenig davon, wie jemand gerettet werden kann. Und da in den Versen 9 und 10 erwähnt er, dass wenn jemand in seinem Herzen an Jesus glaubt und mit seinem Mund ihn als seinen Herrn bekennt, dann wird er gerettet werden. Für mich bedeutet das, in seinem Herzen zu glauben, dass Jesus tatsächlich der ist, der er gesagt hat, der er ist. Das heißt, wenn ich sage, Jesus war ein guter Mensch und ein guter Lehrer, dann sage ich am Ende überhaupt nichts, weil das nicht das ist, was Jesus gesagt hat, wer er ist. Sondern er hat gesagt, er ist als Sohn Gottes, als Sohn des Menschen gekommen. Er ist als der Messias gekommen. Und das ist klar, das Wort verstehen wir heute häufig nicht mehr unbedingt. Aber er ist als derjenige gekommen, den Gott gesandt hat, um das Problem der Sünde, das Problem der Trennung von Gott wegzunehmen. Was wir nicht überwinden konnten, was keiner von uns überwinden konnte. Er hat das Gesetz des Alten Testaments ohne einen einzigen Fehler erfüllt und hat dann sein Leben als perfektes Opfer, als perfekten Preis hingegeben, um für die Probleme und für die Fehler und für die Sünden und für die Trennung von Gott zu bezahlen, die keiner von uns bezahlen konnte. Und dann der zweite Teil ist für mich entscheidend, ihn als Herrn zu bekennen. Ich glaube, heute In einer Zeit, wo wir in Deutschland halt sagen, Herr Hage oder Herr Pastor Hage oder Herr Pastor Thies, verstehen wir häufig nicht, dass Herr eine biblische Implikation hat, die wir heute häufig nicht begreifen. Herr bedeutet unter anderem Besitzer. Herr bedeutet, dass wenn ich Jesus mein Leben gebe, dann gehöre ich ihm ganz und gar. Es bedeutet auch, dass er sich meiner annimmt und sich um mich kümmert. Dass in dem Moment, wo ich sage, ich gebe dir mein Leben, er sagt, ich nehme dein Leben an und ich kümmere mich um dich. Ich sorge mich um dich. Ich lass dich nicht von meiner Hand weichen. Es sei denn, du triffst die Entscheidung dafür. Aber nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Das funktioniert nicht. Wir können die Entscheidung treffen, zu sagen, okay, ich möchte nicht mehr mein Leben mit Gott leben. Aber Gott lädt uns immer wieder ein, mit offenen Armen. Er möchte, dass wir das Leben führen, für das er uns geschaffen hat. Und das bedeutet, ihm unser Leben zu geben. Der Person, die uns geschaffen hat, die uns besser kennt als jeder andere, alles zu geben, was wir sind und alles zu geben, was wir haben. Und das ist eine Entscheidung, die ich so in der Art und Weise im Sommer 2010 getroffen habe. Ich könnte bis auf den heutigen Tag noch die Gegebenheiten und die Situation schildern, weil das für mich alles an Unterschied gemacht hat.
Und das kann denselben Unterschied machen für jede andere Person. Denn dieselbe Einladung steht. Dieselbe Einladung existiert für jeden Menschen auf dieser Welt. Gott lädt uns ein. Gott lädt uns ein, dass wir ihn kennenlernen können. Dass wir unser Leben mit ihm leben können. Aber es erfordert die Entscheidung zu sagen, mein Leben gehört nicht mehr mir. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Um mal ein bisschen klug zu schwätzen als Theologe, da in Römer 10, da steht ja sogar, wer in seinem Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und das ist genau der Punkt. Es geht nicht darum zu glauben, dass es Jesus mal irgendwann gegeben hat oder dass er ein feiner Kerl gewesen ist, sondern dass er der Sieger ist über den Tod und der heute noch lebt und der für uns da ist. Ja. Und das andere, dieses, und wer mit der Zunge bekennt, dass er der Herr ist, da steht für Bekennen im Griechischen homologein und das heißt eben nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern homologein bedeutet übereinstimmen. Also wer damit übereinstimmt, mit allem, was er ist, Körper, Seele, Geist, Jesus ist der Herr. Darum geht es, wirklich ganz sein zu sein und diese Entscheidung zu treffen und dann auch wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes da drin zu leben. Mhm. Okay, das hast du, du warst dann ja in Hamburg und hast dann eine Gemeinde gefunden, die dich da im Grunde, ich glaube, du hattest eine super Beziehung oder hast immer noch zu dem Pastoren-Ehepaar da, die dich da auch total gefördert haben in dem, was du mit Gott erlebt hast und dann auch darin deine Berufung zu entdecken. Magst du mal sagen, welche Gemeinde das war und wie das so, was das für dich gebracht hat, was die dir mit auf den Weg gegeben haben? Absolut. Die Gemeinde war die Gemeinde Lebendiges Wort in Hamburg in Langenhorn. Okay, ich habe gerade den Bildschirm verloren. Okay. die Gemeinde Lebendiges Wort in Langenhorn mit den Pastoren Pastor Michael und Kendra Tamme. Und die beiden haben auch meine Frau und mich im letzten Jahr verheiratet. Die sind hier nach Spanien gekommen und haben die Zeremonie geführt. Wunderschöne, wunderschöne Situation. Aber die beiden sind ein unfassbarer Segen für mich gewesen. Ich war in den Jahren davor in verschiedenen Gemeinden Teil oder mehr oder minder, aber ich habe immer irgendwie den Eindruck gehabt, ich bin nicht ganz dort, wo ich sein möchte, oder? Sein möchte, kann damit missverstanden werden. Nicht in der Art und Weise, dass ich herumgesprungen bin von einer Gemeinde zur anderen. Ich glaube, das ist nicht etwas, was empfehlenswert ist. Aber dass ich ich war lange Zeit, mehrere Jahre Teil einer Gemeinde, aber hatte den Eindruck, okay, ich fühle mich nicht komplett am korrekten Ort hier. Nichtsdestoweniger ich hatte keine andere Idee von einer Gemeinde, in die ich gehen könnte oder gehen sollte. Und so bin ich in der Gemeinde geblieben, in der ich halt Teil war. Aber nach einiger Zeit habe ich gemerkt, okay, mit bestimmten Dingen gehe ich nicht konform und ich glaube, dass, den Teil kann man auch auslassen. Ja, das juckt halt letzten Endes auch nicht. Ich glaube, das war eine ganz großartige Gemeinde, aber ich glaube, dass Gott einen anderen Plan für mich hatte. Dementsprechend, als Freunde von mir mich zur Gemeinde Lebendiges Wort eingeladen hatten, bin ich hingegangen und habe erlebt, dass Gott in jedem, ich glaube, in jeder einzigen Lobpreiszeit bis zu dem Punkt, dass ich selber Teil des Lobpreisteams wurde, hat er zu mir gesprochen in der einen oder anderen Art und Weise. Manchmal durch ein Bild, was er mir gezeigt hat, oder einen Vers oder eine Aussage. Aber ich habe eine Menge von Gottes Wirken in der Zeit erfahren und Pastor Michael und Pastor Kendra sind gerade darin ein unheimlicher Segen gewesen, dass sie gemerkt haben, dass eine bestimmte Berufung auf meinem Leben liegt und mich darin trainiert und gefördert haben. Dann habe ich auch nicht von der Gemeinde, aber die Gemeinde ist verknüpft mit einem internationalen Dienst REMA, der seinen Ursprung aus den USA hat. Da habe ich auch dann die REMA Bibelschule in Deutschland gemacht. Und Pastor Michael und Pastor Kendra haben mich unheimlich viel unterstützt und gefördert und ich glaube, das englische Discipled hat keine richtige, vernünftige deutsche Entsprechung. Das klingt immer so seltsam, aber tatsächlich in Jüngerschaft genommen und mich da trainiert. Und dann nach einigen Jahren, als ich gemerkt habe, okay, Gott ruft mich zu was anderem hin,
Und dann hatte ich gebetet und dann hatte ich geschaut, was das sein könnte. Und er hat mir ziemlich deutlich von, warte einmal kurz, ich bekomme hier Nachrichten auf die hatte das tatsächlich geschlossen, aber ich bekomme hier nach wie vor Nachrichten, die ich nicht weiß, wie ich das Ganze stumm schalten kann, ohne den Computer komplett stumm zu schalten. Ich glaube, die Störung ist minimal. Also lass uns ruhig weitermachen. Okay. Okay, ich glaube, ich habe das gerade auch geschlossen bekommen. Okay. Aber dieses ständige Tütüt war ein bisschen stören. Klar. Okay, wo war ich? Du warst dabei, dass du erkanntest, was deine Berufung ist. Und genau. dass das eben, ja, das ist der nächste Step dann quasi. Genau, Gott hatte mir, ich war dabei, Theologie zu studieren, war ziemlich knapp vor dem, also ich war ein Jahr, anderthalb Jahre vom Examen und habe gemerkt, dass ich alles, was ich in der Universität gemacht hatte, nicht mehr so richtig angefühlt habe wie vorher. Was nicht unbedingt immer was heißen muss und das bedeutet für mich nicht, ja, jetzt schmeiße ich alles hin. Aber dann nach einigen Monaten, wo ich gemerkt habe, okay, das fühlt sich nicht richtig an und nachdem ich mittlerweile jahrelange Erfahrung gemacht habe damit, dass der Heilige Geist direkt zu mir spricht und mich auch direkt in Dingen korrigiert, habe ich gemerkt, okay, nee, etwas stimmt hier nicht. Und ich habe eine Zeit zum Beten und Beten und Fasten eine Zeit lang genommen, um mir sicher zu sein. Aber ich habe deutlich vernommen, dass meine Zeit nicht mehr oder dass mein Ort nicht mehr die Theologie in Hamburg war. Mhm. Und dementsprechend war meine Frage, okay, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was soll ich machen? Und seine Antwort war recht deutlich. Ich hatte nun schon seit einiger Zeit ein wenig Kontakt mit der Youth with a Mission, mit der Jugend mit einer Mission, Basis hier in Madrid, in Spanien. Und ich habe deutlich vernommen, dass der nächste Schritt für mich war, nach Spanien zu gehen, nach Madrid zu gehen und da eine Discipleship Training School, also eine Jüngerschaftsschule zu machen. Eine Frage. Also ich weiß, wenn Leute sagen, Gott hat zu mir gesprochen, hat mir das deutlich gemacht, das ist für Leute, die das kennen, was völlig Normales. Auch was Besonderes, aber es ist was, das kennt man halt. So ist Gott, das macht er halt. Für Leute, die das noch nie erlebt haben, ist das etwas, da spricht jemand und ich weiß jetzt absolut nicht, was der meint. Ich kann mir das nicht vorstellen, was bedeutet das, wenn Gott zu mir spricht. Kannst du ein Beispiel nennen, wie Gott zu dir gesprochen hat? Sehr guter Punkt und absolut. Einige Wochen, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, Jesus tatsächlich alles zu geben, habe ich eine für mich lebensveränderte Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht. Ein Freund, also mittlerweile Freund, derzeit ein Teil eines Missionsteams von den Vereinigten Staaten, hatte an einem Abend gepredigt zum Thema Leitung des Heiligen Geistes. Danach hatten wir eine Gebetszeit, in der so einige Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben oder den Heiligen Geist empfangen haben. Aber innerhalb dieser, und das ist klar, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber innerhalb dieser Gebetszeit, beziehungsweise danach, war ich in einer Konversation mit einem unserer Leiter innerhalb der Pfadfinderarbeit. Und es ist schwierig, das zu erklären, wie du es auch gesagt hattest, aber als eine innere Stimme, ich habe so deutlich gehört, wie ich dich über den Computer höre, aber nicht in meinen Ohren, sondern in meinem Herzen. Ich glaube, das ist die einfachste Erklärung dafür. Aber ich habe deutlich vernommen, steh auf und geh aus dem Raum raus. Ich hatte in dem Moment noch nie eine derartige Leitung des Heiligen Geistes oder seine Stimme, in Anführungszeichen, sein Sprechen vernommen. Für mich war das ein wenig verwirrend, aber nun hatte ich ja zumindest doch in der Predigt ein bisschen davon gehört. Und dementsprechend hatte ich zu besagter anderer gesagt, du, ich habe den Eindruck, dass ich aufstehen und aus dem Raum rausgehen soll. Ich glaube nicht, dass ich ihre Antwort abgewartet habe, denn ich war so begeistert davon, dass es tatsächlich sein kann, dass Gott so direkt zu mir spricht, dass ich einfach nur den Gehorsam leisten wollte. Dementsprechend bin ich aufgestanden und aus dem Raum rausgegangen. Wir waren in der Kirchengemeinde versammelt, im Gemeindesaal. Dementsprechend hatte ich danach den Eindruck, geh aus der Kirche raus, geh runter zur Straße, bin einem Schritt nach dem anderen gefolgt.
Freunde sind auf einem Motorrad vorbeigefahren. Ich dachte mir, okay, was mache ich hier? Was, wofür, wozu? Und dann hatte ich noch mal wiederum den Eindruck, links um die Ecke zu gehen und noch mal links um die Ecke. Und da saß eine unserer Gruppenleiterinnen und weinte. Und dazu weiteres zu erwähnen, das gehört nicht in diese Situation. Aber Gott hat mich direkt durch seine Leitung zu einer Person geleitet, der ich einfach Beistand leiten und für die Person beten konnte. Das war eine für mich tatsächlich also absolut lebensverändernde Erfahrung, wo ich angefangen habe, einen Hunger zu haben, danach Gott zu hören, Gott zu vernehmen. Und nicht in der Art und Weise, dass ich, was weiß ich, ich muss Visionen haben und Engel sehen oder sonst was. Ich glaube, dass alles davon absolut existiert und Gott das immer noch macht. Aber ich glaube, dass wir vor allem, wie im Römerbrief Kapitel 8 davon geschrieben steht, dass die vom Heiligen Geist geleitet sind, Kinder Gottes sind. Jeder Christ kann von Gott hören. Jeder Christ, der nicht weiß, wo er gerade steckt oder was der nächste Schritt ist, ist in der Lage, vom Heiligen Geist zu hören. Wir müssen nur lernen, wie. Wir müssen nur lernen, auf die Stimme des Hirten zu achten. Also du behauptest quasi, wenn jemand das gemacht hat, diese Lebensübergabe, so wie wir es vorhin besprochen haben, dann darf er so frech sein und Gott einfach bitten, dass Gott ihn führt und ihm irgendwie deutlich macht, was er jetzt tun soll, was der nächste Schritt ist, wie Gott ihn leiten möchte. Absolut. Okay. Absolut und komplett. In derselben Art und Weise, wie ich glaube, jeder im Natürlichen versteht, dass ein 4 Jahre altes Kind oder ein 3 Jahre altes Kind zu seinem Vater oder seiner Mutter kommen kann und dem das Bein umarmen, wenn er einfach Hunger hat und wenn nötig, dann einmal ein bisschen losschreien, um Aufmerksamkeit zu bekommen, aber darauf setzen kann, dass seine Eltern ihm Essen geben. Und Jesus hat für mich deutlich gemacht, als er zu einer Gruppe von Leuten gesprochen hat, gesagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Lässt es für mich so klar, dass wenn wir bereit sind, etwas Gutes für unsere Kinder oder für unsere oder für unsere Nichten und Neffen oder sonst wen zu tun, wie viel mehr Gott, der tatsächlich gut ist, der perfekt ist. Es passt nicht in meinen Kopf zu denken, dass ein so guter Vater nicht will, dass wir wissen, was der nächste Schritt für uns ist. Das bedeutet nicht, dass er uns immer den kompletten Plan zeigt. Das absolut nicht. Denn wir handeln immer noch im Glauben. Das heißt, häufig etwas, das ich erlebt habe, ist, dass er mir Schritte X und Y zeigt und Schritte A und B. Und alles dazwischen muss ich einen Schritt nach dem anderen finden oder verstehen, und indem ich mich an ihn wende und von ihm höre. Aber ja, ich bin absolut davon überzeugt, dass jeder Christ in der Lage ist, vom Heiligen Geist zu hören. Okay, jetzt hast du schon davon gesprochen, du hattest eine Berufung, nach Spanien zu gehen. Ja. Mit Jugend, mit einer Mission, ein großartiges Missionswerk. Also ich kenne das auch, da auch schon oft mit zusammengearbeitet und so. Und wenn man die Yellow Press verfolgt, dann weiß man, du bist jetzt in Spanien und du hast vor einiger Zeit eine wunderschöne Frau geheiratet. Magst du ein bisschen erzählen, Missionar in Spanien, was heißt das? Was machst du da eigentlich? Also, längere Geschichte und gehört viel dazu, aber ich werde das sehr abkürzen. Als ich hier hingekommen bin, habe ich angefangen mit und tatsächlich nur mit Jugend mit einer Mission zu arbeiten. Gott hat mich recht zackig mit einer Gemeinde verknüpft, die den gleichen Ursprung hat wie Rema, wie dieser Dienst, mit dem ich bereits vorher in Kontakt war. Und eine Person aus der Leiterschaft von Rema Deutschland hatte mir Kontakte gegeben von dieser Arbeit in Spanien. Dementsprechend habe ich mich in Kontakt gesetzt mit dem Pastor, mit den Pastoren hier in Madrid, der Gemeinde Wort des Lebens in Madrid, und habe dann angefangen, Schritt für Schritt, also Teil dieser Gemeinde zu sein. Und besagter Pastor hat angefangen, mich zu trainieren. Der Kerl ist jetzt in Schottland und ist dabei, eine weitere Gemeinde in Schottland aufzubauen, zu Pioneer, zu Gründen. Zu gründen. eine Gemeinde in Schottland zu gründen, mit selbigem Dienst, also auch mit Wort des Lebens. Aber da habe ich angefangen, mehr und mehr zu machen. Meine Frau und ich arbeiten, sie arbeitet Vollzeit in Jugend mit einer Mission. Ich bin zur Hälfte in Jugend mit einer Mission.
zur Hälfte in Projekten mit Wort des Lebens, aber auch anderen Projekten, wo Gott Türen geöffnet hat, die ich mir definitiv nicht erträumt hätte vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Und dementsprechend verbringe ich einen Großteil meiner Zeit in der Missionsbasis von Jugend mit einer Mission mit unserem Team, das sich Transformation nennt. Und da haben wir verschiedene Bereiche. Also ein Bereich, der momentan einfach wichtig ist, ist Lebensmittelverteilung. Also sowas, was ein bisschen in die Richtung Suppenküche geht, aber da zu gucken, wie können wir gerade in unserer Nachbarschaft an den Leuten, mit denen wir in Kontakt sind, die Not haben, die Essen brauchen, Essen geben, gleichzeitig aber auch denen nicht nur etwas für die natürliche, also nicht nur für die körperliche Not geben, nicht nur für die physische, sondern Jesus weitergeben. Gestern haben zwei Damen, während wir Essen verteilt haben, haben zwei Damen ihr Leben Jesus gegeben und haben erlebt, wie Gott ihr Leben berührt hat in derselben Situation. Für eine davon haben wir gebetet und die hatte so allerlei Schmerzen und verschiedene Dinge und Gott hat ihr Schmerzen. Sie konnte ihr nicht mehr ihr Knie vernünftig bewegen, vernünftig beugen. Und wir haben gebetet und danach war sie mit ihrem Knie und hat ihr Knie bewegt ohne irgendein Problem. Einfach Dinge, in denen wir sehen, ja, wir wollen der natürlichen Not der Leute helfen, weil es wichtig ist. Ich meine, im Jakobusbrief bekommt man einige gute Backpfeifen, wenn man da drin liest und versteht, okay, ich kann nicht zu anderen Leuten sagen, okay, Gott segne dich, lass mich für dich beten, aber wenn ich in der Lage bin, dieser Person zu helfen, dann mache ich nichts für die physische Not, das ist nicht okay. Und dementsprechend zu gucken, okay, was können wir im Physischen machen, aber auch was können wir machen, um Menschen im Wort Gottes zu trainieren. Ich bin dabei, ein Curriculum aufzustellen für ein Bibelstudienprogramm, damit wir den Leuten, die jetzt innerhalb der letzten Monate hier Jesus ihr Leben gegeben haben, tatsächlich ein Fundament, ein biblisches Fundament setzen können, dass sie solche Dinge wie die Leitung des Heiligen Geistes erfahren können, lernen können, verstehen können, dass sie ein biblisches Fundament haben und darauf aufbauen, dass sie nicht hin und her gerissen werden von irgendwelchen Wogen von Emotionalität oder sonstigen Geschichten, sondern tatsächlich fest auf dem Wort Gottes gegründet sind. Das ist eine der weiteren Dinge, an denen ich momentan arbeite oder an denen wir momentan arbeiten. Tatsächlich in einem 12-Wochen-Kurs von Genesis über verschiedene Situationen im Alten Testament und das mosaische Gesetz zur Hoffnung, die auf Jesus hin zeigt und dann Jesus und sein Königreich im Neuen Testament und christliches Leben, also Gebet, Liebe, Glaube und all diese Teile davon zu lehren in einer Art und Weise, dass Menschen, die neu für den Glauben sind, das verstehen können. Und dann, wenn das irgendwann mal in Deutsch rauskommt, hätte ich gern ein Exemplar davon. Du bist tatsächlich nicht der Erste, der mich das fragt. Super. Du sag mal, wenn du da jetzt bei so einer Lebensmittelausgabe bist, ich stelle mir das gerade vor, und du hast gesagt, da sind zwei Frauen zum Glauben gekommen. Ich kann mir vorstellen, wie ich dich kenne, dass du dich dann auch einfach mal hinstellst und 3 Minuten predigst und irgendetwas von Gott weitergibst, was die Leute dann bewegen soll in diese Richtung. Falls das so ist, könntest du mal so 3 Minuten uns zeigen, was du den Leuten sagst und damit vielleicht auch zugleich unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mal diese Botschaft, die du da in Spanien den Leuten bringst, auch mal für uns so formulieren? Absolut. Dann mal los. Es gehört eine Menge dazu. Die Bibel hat uns eine Menge zu sagen. Aber ich hab erfahren, dass es gibt keine hoffnungslosen Fälle für Gott. Gott ist ganz egal, in welcher Situation du dich befindest, ob du gerade in kompletter Verzweiflung bist oder denkst, dass du dich eigentlich ziemlich gut fühlst. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch in seinem Herzen, dass die Ewigkeit jedem einzelnen Menschen ins Herz gelegt ist. Ich glaube, dass Gott an jedem Herzen, an jedem Menschen zieht. Nicht in der Art und Weise, dass er irgendwelche Leute unter Druck setzt, dass sie jetzt manipuliert werden sollen, damit sie in die Kirche gehen, nichts davon. Aber dass Gott, dass ein liebender Gott, der derselbe Gott des Alten Testaments und des Neuen Testaments ist, es ist nicht ein anderer Gott, aber Jesus hat uns gezeigt, Jesus offenbart uns den Vater. Hebräerbrief und im Kolosserbrief heißt es, dass Jesus das perfekte Ebenbild des Vaters ist. Er ist das vollkommene Ebenbild. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann sollen wir auf Jesus schauen. Dieser Jesus, der uns mit offenen Armen begegnet, der Menschen, die gesteinigt werden sollten unter den
dem pharisäischen Zuspruch sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Der Sünde adressiert, gleichzeitig niemanden verdammt. Zumindest nicht, solange noch eine Chance besteht, dass sie wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder in seine Arme laufen können. Ich habe erlebt, wie Gott Menschenleben komplett renoviert, komplett auf den Kopf stellt. Mein eigenes allen voran, das meiner Frau. Meine Frau hat ein komplett anderes Leben geführt vor 3 Jahren. Und Gott hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Und ein Schlüsselmoment für sie war, dass sie erlebt hat, dass Gott zu ihr spricht und sie die Stimme Gottes erleben wollte. Gott spricht. Gott steht mit offenen Armen. Gott liebt uns. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Und dementsprechend würde ich zu jeder Person sagen, dass ganz egal, wo du dich befindest, Gott nicht fertig ist mit dir. Wenn du den Eindruck hast, dass es keine Hoffnung mehr gibt oder dass Gott dich nicht will oder dass du nicht gut genug bist, dann ist das eine Lüge und das ist Schwachsinn. Die Bibel hat so viele Beispiele von Männern und Frauen, die nicht gut genug waren für die Liebe Gottes, aber es hat Gott nicht gejuckt, es hat Gott nicht interessiert, weil seine Liebe nicht sagt, okay, du hast 501 Fehler gemacht, du kommst nicht in meine Arme. Du hast 500 Fehler gemacht, okay, du kannst zu mir kommen, das ist Schwachsinn. Gott steht mit offenen Armen. Gott steht mit offenen Armen. Wir haben Himmel und Hölle als Realität. Wir haben Verdammnis als Realität. Und das ist etwas, was mir das Herz bricht, wenn wir in Gemeinden das verleugnen. Das ist nicht okay, aber es ist auch nicht okay, Menschen in den Himmel pressen zu wollen, dadurch, dass wir Emotionen manipulieren. Das ist nicht okay. Gott lädt uns nicht ein, um ein Gebet nachzusprechen, um nicht in die Hölle zu kommen. Gott lädt uns ein in eine Beziehung, die erfüllender ist als alles, was du dir vorstellen kannst. In eine Beziehung mit dem lebendigen Gott, der dich geschaffen hat, der einen Zweck für dich geschaffen hat, der jede Gabe, jedes Talent, jeden Traum in dein Herz gelegt hat, damit er diese Träume, diese Gedanken, diese Talente, diese Gaben zur Erfüllung bringen kann in seinem Plan. Er ist nicht mit dir fertig, ganz egal, wo du bist. Und wenn du den Eindruck hast, dass es dir eigentlich gerade wunderbar geht und dass du nicht mehr brauchst, dann möchte ich dich dazu animieren, zu wissen, dass es mehr gibt, dass es immer noch mehr gibt. Ich hatte Zeiten in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ja, meine Güte, so schlecht geht es mir doch nicht, ja. Aber das ist nicht der Punkt. Wenn du tatsächlich in dein Herz schaust und tatsächlich schaust, muss es nicht mehr geben, muss es nicht etwas geben, das über das, was ich sehe, über das, was ich fühle, über das, was ich im Job verdiene oder über meine Familie hinausgeht, etwas, was mir mehr Erfüllung gibt als das. Denn das gibt es, weil Gott uns dafür geschaffen hat. Gott hat uns nicht geschaffen für diese Welt. Dementsprechend wird auch diese Welt nie genug für uns sein. Der Tod ist für jeden Einzelnen von uns irgendwo immer noch ein Schock, wenn wir damit in Berührung kommen, weil wir nicht für den Tod geschaffen worden sind. Wir sind nicht für den Tod geschaffen worden. Das ist nicht in unserer ursprünglichen Schöpfung Teil gewesen. Dementsprechend schockiert es uns immer noch, selbst mit der Hoffnung, die wir haben, ist der Tod immer noch etwas, wo wir innerlich verstehen, das sollte nicht existieren. Und eines Tages wird er nicht mehr existieren. Aber für diesen Moment möchte ich dir sagen, es gibt Hoffnung, es gibt Liebe, es gibt Gnade, es gibt Kraft, ganz egal, wo du bist. Und wenn du bereits Christ bist, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, Jesus dein Leben zu geben, dann möchte ich dir sagen, das Leben, von dem wir in den Evangelien und in der Apostelgeschichte lesen, ein Leben voll der Gegenwart des Heiligen Geistes, voll von Gebetserhörung, voll von Heilung, voll von Gott, der sich darstellt, ist möglich. Das leben wir hier, das leben viele, viele Menschen in Deutschland und in der ganzen Welt. Das leben Leute, im letzten Jahr waren wir in Uganda, ich bin über die letzten Jahre in Uganda, in Griechenland, in Spanien offensichtlich, in Marokko gewesen. Gott ist derselbe an jedem Ort. Und er hat in jedem dieser Länder geheilt und Wunder geschenkt. Und das ist möglich heute. Amen. Benjamin, ich danke dir für diese starke Kurzpredigt. Und wir haben ja, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, schon mal kurz zusammen gebetet. Ich habe im Moment das Gefühl, es wäre gar nicht schlecht, wenn du noch mal betest für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, dass Gott ihnen Gutes tut. Also bist du bereit dazu? Dann sehr gerne, sehr gerne. Wäre das super. Dann bete mal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Alles klar. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden Menschen, für jede Person,
die dieses Video sieht. Herr, ich bete, dass du alles, jedes einzelne Wort, was du durch Thies und was du durch mich gesprochen hast, Herr, Saat sein lässt. Saat der Wahrheit und Saat der Liebe, Saat deines Wortes, Herr, die auf fruchtbaren Boden fällt. Ich bete, Herr, dass dein Evangelium, dein Wort in den Herzen eines jeden Einzelnen, der diese Botschaft sieht, der dieses Video sieht, wächst, Herr, und gedeiht und Frucht bringt. Ich bete, Vater, dass du in der Kraft deines Heiligen Geistes jeden einzelnen Menschen, jeden einzelnen Zuschauer, jede einzelne Zuschauerin anrührst, Herr, und ihnen ins Leben sprichst. Ich bitte dich, Herr, dass du diejenigen, die dich noch nicht kennen, berührst, Herr, und ihnen diesen Hunger gibst, dafür dich kennenzulernen und ihnen dein Leben zu geben, Herr, ihr Leben dir zu geben. Und ich bitte dich, Herr, dass du denen, die dich bereits kennen, einen Hunger schenkst nach mehr. Herr, du bist das Brot des Lebens, du bist der Einzige, der uns Sättigung schenkt, der Einzige, der uns zufriedenstellen kann, Herr. Nichts und niemand sonst füllt uns oder erfüllt uns, Herr, einzig und allein du. Ich bitte dich, dass genau das in den Herzen der Zuschauer klar wird. Und ich bitte dich, dass du in der Kraft deines Heiligen Geistes, in deiner spürbaren Gegenwart jeden Einzelnen anrührst, Herr, und den Weg vorbereitest für ein Leben voll von Feuer mit dir, Herr, voll von Liebe, voll von Kraft, voll von Gnade, voll von Gebet, das nicht einfach nur ein Runterzitieren von Texten ist, sondern ein Gebet, das Gemeinschaft ist mit dir, Herr, von Leben, die dich immer und immer und immer mehr kennenlernen. Ich danke dir für jeden einzelnen Zuschauer, für jede einzelne Zuschauerin, Herr, und ich segne ihre Leben und ich danke dir, Herr, für deine Pläne und deine Gedanken für sie und dass alle davon absolut gut sind, Vater. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank, lieber Benjamin. Es sehr tut sehr gut, dich so zu erleben, so zu merken, du bist menschlich gesehen ganz bei dir selber und du bist wirklich ganz bei Gott und an dem Ort, wo er dich haben will und du bist mitten im Zentrum deiner Berufung. Das freut mich total. Und ich wünsche dir Gottes Segen und für das, was du tust und für deine Ehe und einfach für dich als Person. War großartig, so mit dir reden zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Ich habe es sehr genossen. Danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war Benjamin Wusso und wir wünschen Ihnen nochmal Gottes Segen und halten Sie die Ohren steif in dieser Zeit und bis bald mal wieder. Tschüss.